am nächsten Morgen. In der Nacht hat es im Amazonasbecken so stark geregnet, dass überall auf der Strecke Erdrutsche drohen. In Ecuador sterben jedes Jahr mehr Menschen durch Erdrutsche als durch Brände. Und diese Passage ist eine besonders gefährliche. Wir müssen vorbei, da rutschen noch immer mehr runter. Das ist ein gefährliches Pflaster hier. Wenn du so einen Erdrutsch hast, der kann dich ja so reindrücken. Immer wieder bröckelt dort oben etwas nach. Den dreien steht die Sorge ins Gesicht geschrieben. Marco nimmt sich ein Herz und passiert den bedrohlichen Straßenabschnitt. Guck mal, wie gefährlich ist das. Ich hab's nicht geknipst. Hast du hochgeknipst? Die Gefahr ist überstanden. Die Gäste gönnen sich ein Nickerchen. Das Ziel der drei ist eine Tierauffangstation mitten im Dschungel. Unterwegs entdeckt ihr Führer Marco in Baños einen Zuckerrohrstand. Ich war mitten in einem Traum und habe geschlafen und du wachst mich auf. Wofür? Okay, wir müssen hier eine kurze Pause machen. Hier ist die Stadt Baños am Fuß der Vulkan Tungurahua, der in Wolken liegt hier. Da ist noch ein aktiver Vulkan. Das ist eine typische Süßigkeit in Baños, das ist Zuckerrohr. Zuerst wird es von der Verkäuferin in Stücke geschnitten und dann mit einer Machete geschält. Das sieht zwar gefährlich aus, doch die Dame scheint Routine zu haben. Guck mal, sie hat immer noch die komplette Finger. Aber eine gefährliche Frau mit Machete und Messer. Ja, so musst du kauen hier. Gut für die Zähne, gut für Kreislauf, gut gegen Höhenkrankheiten. Durchfall für alle möglichen Sachen. Das ist indianische Kaugummi hier. Alle kauen hier. Genau, kauen. Von abbeißen war nie die Rede. Im Gegensatz zu Tanne macht Anton es richtig. Trotzdem fällt das Urteil des Lehrlings nicht berauschend aus. Schmeckt halt süß, aber ich weiß nicht. Ja, ich habe hier noch keinen Selenmangel, ne? Sie soll mal lächeln, ob das wirklich gut für die Zähne ist. Ah, gut. Es ist ganz typisch hier, nicht nur Zuckerrohr, sondern aus diesem gleichen Zuckerrohr werden jede Menge Süßigkeiten hergestellt. Hier. Alfeniques, Melcochas, Karamell. Gibt auch Schnaps. Auch Schnaps eigentlich. Ja. Gegenüber verkaufen sie einen sehr guten Schnaps. Das ist Sandwich heißt hier. Das ist Zuckerrohrsaft mit bisschen Zuckerrohr Schnaps dabei. Wenn die Frauen Zuckerrohr essen, sie müssen bestimmt süß küssen, oder? Das ist klar. Doch. Klar, das habe ich mir gedacht. Vorsicht hier. Dame hier. Es gibt eine Frau von Name Lorena Bobit. Was es mit der auf sich hat? Marco lässt sich nicht lange bitten und erzählt ihre Geschichte. Lorena Bobit war eine Frau, verheiratet mit einem Amerikaner, eine Soldat, eine Marine hier. Sie lebte in Amerika, in Miami. Der Mann hat immer Probleme mit Alkohol, hat sie mehrmals Lorena geschlagen. Einmal hat sie die Nase voll, in Wirklichkeit, nahm ihre Küchenmesser, hat sein Penis abgeschnitten, in einem Mülltonnen weggeworfen hier. Ecuador war vor 10, 15 Jahren ein Land so unbekannt auf der Welt. Aber als Lorena Bobit damals gemacht hat, alle Frauen in Ecuador haben sich gefreut. Und Ecuador war so bekannt hier, dass in Wirklichkeit, wenn ecuadorianische Frauen im Ausland vorgestellt würden, alle Männer haben sie so begrüßt. Guten Tag, ja. Mucho cuidado. Vorsicht, ja. Schnell weg. Nicht, dass die Verkäuferin noch auf dumme Gedanken kommt. 3 Stunden später stehen die drei am Rio Napo, einem Hauptzufluss des Amazonas. Von hier aus soll sie ein Boot zu der Tierauffangstation bringen, in der Tamme Tapire besuchen möchte. Und das bei landestypischem Wetter. Im Regenwald gibt es 2 Jahreszeiten. Regenphase, Regenzeit und Sintflut. Nächste Woche kommt Sintflut. Ja, so ist das hier. Leinen los. Fast 2 Stunden dauert die Fahrt. Viel Zeit, um die traumhafte Landschaft und die Ruhe zu genießen.
Mit jeder Meile flussaufwärts blüht Tammer auf. Und sein ostfriesisches Blut gerät in Wallung. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ei, da kann man was erleben. Anton, ich brauche mehr Wellen. 10 Meter hohe Wellen brauche ich im Amazonas. Es ist zwar nicht der Amazonas, sondern der Rio Napo, aber Wellen kann der Ostfriese gerne haben. Der bis zu 2 Kilometer breite Fluss ist nämlich gefährlicher, als man auf den ersten Blick so denkt. Guck mal, die Wellen hier. Ai, ai, ai. Ui, ai, ai. Ai, ai. Ja, dies mag ich. Scheiße. Jetzt fängt Nordsee an. Das ist was für uns Friesen. Der Fluss langsam kriegt Hochwasser. Und durch diese großen Steine, die da unten sind, bilden sich so dicke Wellen oder Strudel. Diese Flüsse können gefährlich werden, weil unten sehr viele Strudel sind. Das Wasser ist auch kalt. Ich denke, Hypothermie kriegt er nicht, aber der Strom ist richtig stark jetzt. Frag ihn mal, ob er einen Abfluss hat. Dann können wir hier einen Korken ziehen, der das Wasser rauskommt. Muss ich Wasser herausschoppen, sonst ja. Auch Anton und der Kapitän packen mit an. Und Tamme würde ebenfalls gerne helfen. Doch leider ist kein Eimer mehr frei. Titanic! So geht's. Langsam nähert sich das Boot der Tierauffangstation. Dort möchte sich Tamme Dschungelpferde ansehen, Tapire. Regenwaldbewohner, die mit den Urpferden verwandt sind. Doch als erstes machen die Deutschen mit ein paar Klettertieren Bekanntschaft. Da läuft einer am Baum, guck. Hier oben, ganz kleine, hier, guck mal, jetzt. Ja, super. Totenkopfaffen. Auch Brüllaffen gibt es hier zu entdecken. Und zwar nicht nur auf den Bäumen, sondern auch in Booten. Oh, 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 oh. Guck mal. Ja. Bananen klauen die. Endlich sind die 4 am Ziel. Doch bevor es zu den Tapiren geht, legen sie noch eine kurze Rast ein. Zu essen gibt es Nahrhaftes aus dem Regenwald. Schau mal, was ich gefunden habe hier. Hier geht was da, den lebendigen Popel. Jawohl, hier eine Raupe hier. Das ist die Larve von einem großen Käfer. Diese Käfer bohrt die Palmen und legt die Eier dort hier. So ein paar hundert Eier, 300, 400. Die Indianer klopfen die Palmen. Sie hören, dass innen drin Geräusche sind. Machen die Palme auf und gewinnen sie diese Raupen oder diese Würmer oder diese Larven oder Madern, wie man sagen kann. Ja. Die kann man roh essen. Ja. Schau. Ja? Ja, die haben sehr viel Fett, wie Mayonnaise. Willst du nicht probieren? Nee, das ist nicht meine Mahlzeit. Ja. Einmal Mader mit Pommes, bitte, ohne Mayo. Und du musst aufpassen, dass wir vom Teller laufen. Genau. Ich will überhaupt keine essen. Guck dir das doch mal an. Sieht aus, als hätte einer draufgetreten. Und, Die sind die gleiche Mader, die schon gebraten waren. Die wurden schon in Palmenblätter eigentlich gekocht. Anton will einen lebendigen Wurm. Nee. Ah, nee, Dschungelcamp hier.
Das ist ja schrecklich. Willst du? Wie schmeckt der vom Geschmack? Ich würde sagen, nach Hummer mit ein bisschen Knoblauch im Hintergrund. Ist so wie eure Weinberger Schnecken. In der Tierauffangstation Amazonico werden Tiere aus illegalem Handel gesund gepflegt und wenn möglich wieder ausgewildert. Raban aus Deutschland engagiert sich hier ein Jahr lang ehrenamtlich. Mein Traum war es einfach, dass ich irgendwo die Chance habe, im Regenwald mit Tieren zusammenzuarbeiten. Und hier kann ich als Freiwilliger mit Tieren arbeiten, kann sie füttern und ihnen dadurch näher kommen, ohne sie jetzt zu gefährden oder auszubeuten. Also wir sind jetzt hier am Rio Napo, das ist einer der größten Zuflüsse zum Amazonas. Die nächste Stadt ist so 2 Stunden entfernt. Ich habe mich gut eingewöhnt, also Essen ist anders. Reis gibt es zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Und aber sonst ist es einfach einfacher. In so einem possierlichen Rüsseltier aus dem Regenwald steckt zumindest genetisch gesehen etwas Nashorn und zur großen Freude von Tamme auch das Urpferd. Wie groß ist das Areal, was Sie hier haben? So ein halber Quadratkilometer. Die Tapire sind wie die Urpferde oder die Pferde und Paarhufer. Stand heute sind die Tapire die größten Säugetiere in Südamerika. Wiegen bis zu 300 Kilogramm. Unsere wiegen jetzt um die 250 Kilo. Die Tapire sind Herbivore, also ernähren sich ausschließlich von Pflanzen, Früchten, Gemüse. Die Haare sind wie bei einem Pferd hier. Nur die Hufen hier anders. Guck mal. Und die lieben das in der Scheiße, suhlen und sowas. Ja, also vor allem lieben die Wasser. Tapiren vermehren sich nur ins Wasser, pflanzen sich nur ins Wasser fort. Sie brauchen immer eine Lagune. Und scheißen sie auch nur ins Wasser. Wenn der Mann nicht ein Schwein ist. Völlig verkannt. Ja, Ähnlichkeiten sind vorhanden. Anton, was sagst du? Ein Pferd ist schneller, dafür hat er keinen Rüssel. Würde auch irgendwie blöd aussehen, wenn er einen Rüssel hätte, nicht? Ein Galopper mit Rüssel, da kostet Zeit. Tapir, also der natürliche Fressfeind des Tapirs ist zum Beispiel der Puma oder der Jaguar. Jetzt haben sie diese rüsselähnliche Nase. Und wie gesagt, sie bleiben gerne nah am Wasser. Und wenn sie eben einen Feind riechen, dann verstecken sie sich komplett unter Wasser und atmen durch ihren Rüssel, bis sie den Feind nicht mehr riechen. Es ist auch schon ein Wunder, was die Natur hier vollbracht hat. Tami, meinst du, kann man mit Tapiren auch noch versuchen, hier zu hypnotisieren? Hypnotisieren ist es ja nicht, was wir tun. Wir gehen ja darauf ein, dass das Tier ruhig wird. Ja. Und hier, auch so ein Tier kommt zur Ruhe dadurch, jedes, sogar eine Kuh. Du musst deinen Daumen kreisen lassen, du Typ. Die richtigen Stellen unter Druck setzen. Und massieren und die Tiere beruhigen sich schlagartig. Marco wird jetzt ein Tapirflüsterer. Talent scheint er jedenfalls zu haben. Und du siehst, er fängt schon an zu gehen. Es funktioniert überall. Es hat funktioniert. Ich merke hier. Guck mal, der ist stehen geblieben. Vorhin war sehr, sehr unruhig hier. Guck mal, jetzt hier ist total ruhig hier. So, ich werde hier für die nächsten Jahre Tapir-Therapist. Ja. So, und das musst du auch beim Jaguar ausprobieren. Oh mein Gott, das nicht. Das muss nicht sein. Ja. So, Freunde. Vamos. Tschüss, mein Schatz. Freundliche Gesellen, die Urwaldbewohner. Bei Tammes nächsten Termin wird es nicht so friedlich zugehen. Denn jetzt wartet ein hochaggressiver Schimmel auf ihn.